scheiße gelaufen. Das ist, finde ich, gar keine Worte für scheiße gelaufen. Also. Pastor Maximilian Baden und Pfadfinder Hannes sind mitten in ihrem Abenteuer im Mittelgebirge Süntel. Für Max eine echte Reise raus aus der Komfortzone. Ich sitze gerne an meinem Schreibtisch, bin gerne auf meinem Sofa. Also da oben müsste irgendwo eine Höhle sein. Ja, lang. Siehst du die Strichelinie? Jo. Die führt ja eher vom Weg links. Also wir werden jetzt halt oben lang, runter, Höhle, Bach, wieder richtig steil berg hoch und dann sind wir oben auf dem Berg und da müssen wir dann anfangen, was zum Pennen zu suchen für heute. Zwei Tage und eine Nacht mitten in der Wildnis Niedersachsens. Gerade sind sie auf der Suche nach einer Höhle, die Hannes auf der Karte entdeckt hat. Und dann müssen wir wieder da hoch. Die Frage ist jetzt gerade nur, ob oder wie wir jetzt zu dieser Höhle kommen. Also jetzt mittendurch oder was? Also eigentlich müssten wir hier runter. Da vorne ist auch irgendwo so ein alter Weg gewesen. Den hätte ich jetzt im Zweifel mal genommen. Das hieß ja ab mir durch die Blüsen. Also jetzt mittendurch oder was? Der Weg zweigt da oben irgendwo ab. Was soll das? Er sagte, ich gehe mal diese Höhle suchen. Komm hinterher. Ich kann leider nicht sehen, wie schön bergauf es geht. Wo ist eigentlich mein Greiftisch? Der Naturwald Hohenstein ist streng geschützt. Hier dürfen die Wege nicht verlassen werden. Das Wort Weg legt Pfadfinder Hannes dabei recht kreativ aus. Das kann doch nicht so schlimm sein, ja? Nee. Es rutscht ja wie Sau. Es rutscht, das Ding sieht morsch aus. Das Morsche ist nicht das Problem. Das Moos ist halt nervig. Also halten du da. Dich vielleicht. Du bist dran. So, herzlichen Glückwunsch. Und auch die Suche nach einem legalen Übernachtungsplatz wird für die beiden noch zur Herausforderung. Illegal im Wald übernachten, was meint ihr? Klar, wenn man keine Spuren hinterlässt oder absolutes No-Go? Diskutiert mit uns in den Kommentaren. Schon wieder Abbruch. Geht doch! Scheiße, keine Chance. Sesam, öffne dich. Was ist hier unsere Höhle? Mit Beton zugemauert. Was soll das? Nach einer anstrengenden, aber doch enttäuschenden Suche müssen die beiden erstmal ihre Wasservorräte wieder auffüllen. Hast du auch noch Flaschen? Also leere? Ich habe eine leere Flasche, ja. Ich mache hier gerade mal so eine Vertiefung. Wenn die sich geklärt hat, können wir die auffüllen.
Okay. Und in diesem Moment habe ich wieder im Ohr, hast du nicht Angst vor Durchfallen? Oh, das ist schon ganz schön trüb, ne? Boah, ist denn der Sand oder so? Muss ich nicht hin. Schmeckt ganz gut. Ich wollte sagen, es müsste eigentlich auf jeden Fall gut schmecken, wenn es auch ein bisschen trübe so. Ja, ja. Das ist die letzte Quelle hier, wir müssen echt voll machen. Das ist doch Wahnsinn. Da sind noch mehr Treppenstufen. Ja, aber nur noch ein paar. Das sind mehr als die, die wir bisher gemacht haben. Denk an die schöne Aussicht. Denk einfach nur an die schöne Aussicht. Kennen sie doch noch gar nicht. Dann imaginier sie. Oh. Ich geh mein Bestes. Alter. Aus dem Weg. Irgendwann hat Hannes ein Einsehen. Max hat alles gegeben. Ich krieg nicht mehr die Arme auf die Bank hoch. Für heute lassen die beiden es damit gut sein. Meine Hüfte tut mir scheiße weh. Mein kleiner Zeh tut mir scheiße weh. Ich schwitze. Und ich sag scheiße, das mache ich normalerweise nicht. Jedenfalls nicht vor Kameras. Ich bin völlig ausgelaugt. Also das bis vor, keine Ahnung, einer Dreiviertelstunde war alles irgendwie tutti. Danke. Und jetzt habe ich gerade diese Treppenstufen hinter mir und die haben mir echt den Rest gegeben. Also, aber schon mal nicht weiterlaufen zu müssen, ist gerade sehr, sehr schön. Versteht uns mittlerweile wortlos. So viel Zivilisation, wie ich nicht erwartet habe. Also es wird heimelig, es wird vor allem kuschelig. Normalerweise schlafe ich mit mir fast fremden Leuten nicht so nahe zusammen. Stay in life, stay in life. Aber ob es eine so gute Idee ist, gerade auf der Teufelskanzlerlage aufzuschlagen, wird sich noch zeigen. Ja, wir filmen hier, wir machen eine Doku. Das Gebiet hier ist Naturschutzgebiet. Dementsprechend muss ich das leider die Party absagen, sag ich mal. Ich bin Alexander Ahrenhold von den Niedersächsischen Landesförsten. Ah ja. Ich bin hier Förster. Zelten ist hier, beziehungsweise Lagern ist hier nicht erlaubt. Ach was. Wir blasen die ganze Sache ab und ihr nehmt mich mit ins Hotel. Also ich kann damit leben, aber... Das ist hier ein Naturschutzgebiet und darüber hinaus noch Naturwald. Ja. Also sogar einer der größten Naturwälder, den wir hier in Niedersachsen haben. Und diese Gebiete sind streng geschützt und ja. Wegegebot, Lagern und Kampieren etc. ist hier auch nicht erlaubt. Ja. Und außerhalb gehört das anderen Waldbesitzform als den Landesforsten. Und da ist sowas immer nur möglich, wenn man vorher mit den Waldbesitzenden das irgendwie abgesprochen hat. Alexander Ahrenhold bin ich von Niedersächsischen Landesforsten. Hallo. Ach, moin. Hab schon gehört, ihr seid weit gereist und jetzt komme ich hier und vermiese euch die Party. Die Beine zittern, der Lust ist weg. Ja, was ich euch jetzt anbieten kann, ist die, wie heißt sie denn? Die ist gar nicht so weit von hier weg. Die Pflanzgartenhütte. Okay.
wo ich euch jetzt für die Nacht erlauben könnte zu bleiben. Scheiße gelaufen. Das ist, finde ich, gar keine Worte für Scheiße gelaufen. Also eben wurde ich gefragt, wie viel Prozent bist du? Da dachte ich minus 10 und jetzt noch weiter. Das ist wirklich nicht so ganz geil. Wenn du vor 5 Minuten gekommen wärst, bevor ich das Ding aufgeblasen hätte. Ja, nur das ist aber immer so. Ich würde dann wohl einen Moment aufmachen. Ja, danke. Wohl oder übel heißt es, Sachen zusammenpacken. Also Rucksack auf und weiter auf den schmerzenden Füßen. Wir haben uns zwischendurch verlaufen. Aber nur kurz, 10 Meter. Und dort hinten, ein kleiner unscheinbarer Abzweig. Da ist endlich das Ziel für die Nacht. Ja, jetzt sieht man auch, dass du so ein bisschen humpelst. Aber die liegt eigentlich ganz cool versteckt hier. Die ist auch mal schön. So, Abend gegessen. Max liegt schon im Schlafsack. Schön auf Matratze auf dem Boden. Ich schlafe hier auf dieser netten Knüppelbank. Und wir haben ja doch noch eine Hütte gefunden für die Nacht. Es ist 6:30. Ich habe immer mal geschlafen. Ich habe vor allem gefroren. Es war sehr kalt. Irgendwann heute Nacht habe ich mir dann noch mal eine Jacke in den Schlafsack gelegt. Und jetzt wandern wir zurück. Um jetzt gegen was, gegen mein Humpeln zu tun, wird jetzt ein Stock umfunktioniert. Willst du mit zwei Stöckern laufen oder mit einem? Also ich würde es mal mit einem probieren. Schlafen hat leider nicht geholfen, dass die Hüfte nicht mehr wehtut. Und zum Glück hat wenigstens einer von uns beiden ein Messer dabei. Du hattest ja gestern schon ein bisschen Kletter-Experience. Heute gibt's mit Sicherung und Seil. Aha. Wie schätzt du es ein? Ja. Das ist eine der höchsten Klippen Niedersachsens tatsächlich. Ach Mensch, na, dann ist das ja viel angenehmer. Also, wie viele Meter sind das denn? Die Klippe hat sowas bei 40 Meter. Das ist ja nur 20-malig. Das macht die Augen zu, wenn du Boden spürst, ist alles schick. Ihr hattet so viel Hunger immer, deswegen haben wir euch so einen typischen Wandersnack besorgt. Da kotze ich dir vor die Füße, wenn ich das esse.